Ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Paprikamark selber vorbereiten könnt. Viele fragen mich, wo man Paprikamark kaufen kann und dass sie bei sich in der Nähe keinen türkischen Laden haben und dass sie es nicht finden können. So könnt ihr das auch selber vorbereiten. Und kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich habe so ungefähr 2 Kilo rote Spitzpaprika gekauft. Die gibt es überall zu kaufen. Also von einer normalen Paprika könnt ihr das nicht machen. Ihr müsst diese rote Spitzpaprika nehmen. Ich habe erstmal die Stiele abgeschnitten und die Kerne entfernt. Vorher habe ich die Paprika natürlich gründlich gewaschen. Dann habe ich die Paprika klein geschnitten und in eine Küchenmaschine richtig zerkleinert. Und alles, was ich klein geschnitten habe, habe ich dann in einen Topf hineingegeben. Das wird nämlich richtig gekocht. Jetzt kommt reichlich Salz hinein, damit das später nicht schlecht wird, aber kein normales Tafelsalz benutzen, sondern dieses Meersalz, dieses grobe. Dann wird das auf schwache Hitze so lange gekocht, bis fast gar keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Ihr seht hier, dass das hier noch so flüssig ist. Ihr müsst es so lange köcheln lassen, bis das dickflüssiger wird und die Flüssigkeit verdunstet. Wenn das Wetter sehr schön ist und die Sonne scheint und es regnet nicht, dann könnt ihr das an dieser Stelle auf ein Blech einfach glatt streichen und an der Sonne ein bisschen trocknen lassen. Jetzt gebe ich so ungefähr 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl hinein und lasse es dann so 5 Minuten noch weiter kochen. Und es wird immer dickflüssiger. An dieser Stelle müsst ihr natürlich ständig rühren, damit es nicht anbrennt. Wie ihr sehen könnt, ist fast gar keine Flüssigkeit mehr vorhanden. An dieser Stelle, wie gesagt, wenn das sonnig ist, könnt ihr das so einen halben Tag oder den ganzen Tag an der Sonne trocknen lassen, bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Ansonsten müsst ihr das noch weiter köcheln lassen, bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Wie gesagt, nicht vergessen, hier ständig zu rühren. Je dickflüssiger das wird und je weniger Flüssigkeit vorhanden ist, desto mehr brennt das an den Seiten an. Deswegen ständig rühren. Übrigens könnt ihr mir auch auf meiner Instagram-Seite folgen. Auf Instagram heiße ich meine Rezepte. So, mein Paprikamark ist fast fertig. Es kommt zwar nicht viel raus aus 2 Kilo, aber das wird sowas von lecker. Also viel besser als Paprikamark, den ihr im türkischen Laden kauft. Und mit diesem Paprikamark könnt ihr auch Brotaufstrich machen. Das esse ich wirklich sehr, sehr gerne zum Frühstück. Ich habe mein Paprikamark auf ein rundes Blech gegeben, glatt gestrichen und halben Tag noch an der Sonne getrocknet. Ihr müsst aber aufpassen, wenn das Wetter warm ist, dass keine Fliegen darüber kommen. Deswegen habe ich dann so ein Netzteil darüber gegeben. Die bekommt ihr überall eigentlich für Obst. Und fertig ist mein Paprikamark. Der ist wirklich super, super lecker geworden. Und ihr könnt sehen, das ist richtig dickflüssig geworden. Ich hatte wirklich Glück, wir hatten viel Sonne und deswegen ist das auch schön getrocknet. Wenn ihr das an der Sonne trocknen lässt, dann ist das natürlich auch länger haltbar, als wenn ihr das einfach kocht und in den Kühlschrank gibt. Und jetzt könnt ihr natürlich wieder ein bisschen Olivenöl darüber geben.
Und fertig ist mein Paprikamark. Wie gesagt, ihr könnt damit auch Brotaufstrich machen. Ihr könnt ein bisschen Kräuter hineingeben, ein bisschen Olivenöl, eine Zehe Knoblauch einfach zerdrücken hineingeben und grob gemahlene Walnüsse. Das schmeckt sowas von lecker. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und ich will euch einmal zeigen, wie die Farbe geworden ist und wie fest das geworden ist. Und darüber gebe ich dann reichlich Olivenöl, damit das nicht schlecht wird. Dann könnt ihr das im Kühlschrank aufbewahren und ihr müsst dann jedes Mal, wenn ihr einen Löffel zum Beispiel abnimmt, dafür sorgen, dass das Ganze wieder mit Olivenöl abgedeckt ist und jedes Mal einen sauberen Löffel benutzen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.